Ja, willkommen zum Donnerstag Nummer 26. Müsste es sein? Ich glaube ja. Das ist auch so eine Sache hier. Du machst das jede Woche, aber kannst du nicht eine Zahl merken? So, also bis jetzt war ich zumindest immer richtig, aber ich muss halt trotzdem immer nachdenken. Warte, ist es jetzt doch 26 oder ist es doch schon 27 oder erst 25? Keine Ahnung. So, ich meine, ich könnte natürlich auch einfach den Ordner aufmachen, reingucken, durchgehen hier. IG 26, gab es den schon oder gab es den nicht? So, oder was ist der letzte IG? IG für irgendein Donnerstag übrigens, so namensschemtechnisch. Und ja, im Hintergrund seht ihr irgendein random Gameplay. Ich weiß noch nicht was, weil ich jetzt Stimme aufnehme anstatt Gameplay. Es ist passiert, ja, passiert. Genau, was ist denn los? Erstmal, Sonntag kam wieder ein Video, diesmal zu. Ich habe schon wieder fast vergessen. Ich hab's echt vergessen. Ach doch, Overclocking. Jetzt habe ich's wieder. Da hat er vergessen sein eigenes Video. Genau, nächster Sonntag wird Raid. Das ist auch noch ein recht simples Thema. Das kann man schnell abarbeiten. Beziehungsweise ein schnell in die Fresse trichtern. Ich habe bei dem diesen Sonntag mit dem Overclocking ein paar Fehler meinerseits gesehen, die ich behobe beheben möchte. Weil so unter anderem. Mein Redefluss war deutlich zu schnell an einigen Stellen. Mein Atmen ist noch nicht sehr optimiert fürs Sprechen tatsächlich. Also das muss man ändern. Und ja. Genau. Nächste Woche gibt es dann, wie gesagt, Raid. Das ist ein recht simples Thema. Da muss man nicht so viel zeichnen. Ich wollte letztes Mal auch schon auf eine andere Software wechseln, weil Blender ist einfach nicht dafür gemacht. Blender ist meh. Meh. So. Ne, genau, da wechsle ich auf eine andere Software hoffentlich. Und ja, dann gibt es dazu ein Video, weil ich finde das gar nicht so schlecht mit diesem Malen. Man kann das auch später tatsächlich auch einfach super in den Greenscreen importieren. Das heißt, ich kann vor einem Greenscreen stehen, Sachen zeigen, die ich halt Post-Processing-mäßig, also in der Nachbearbeitung, so, man kann auch Deutsch sprechen, einfach daran male, so, und halt diesen Stil trotzdem beibehalte, aber mich dann halt als Person in den Vordergrund schmeiße oder Hintergrund. Wie auch immer so, da sind einem eigentlich keine Grenzen gesetzt, außer hier dem, ja, den Ideen und quasi dem, ja, der Fähigkeit, Videos zu editieren. So, die bei mir jetzt nicht scheiße ist, allerdings bin ich nur faul und mache es nicht wirklich groß. So. Deswegen, also ich mache hauptsächlich Hardcuts, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen Overlayen und gut ist. So, mehr ist das nicht. So, die geilen Effekte und bla, blim, blub, das ist halt nicht mein Ding. So, sind wir ehrlich. Also beziehungsweise ist es nicht mein Ding, weil es einfach so lange dauert. Ich bin halt, hab halt den Workflow da drin noch nicht. Aber gut, anderes Thema. Internet. Ich habe mit sehr starken Verhandlungen, ja, mehr Internet bekommen. Theoretisch. Wir sind von einer 32.000er auf eine 400.000er Leitung gestiegen. Hört sich auch erstmal super an. Upload ist super schnell. Download ist nur lustigerweise langsamer als 400k. Und, was noch viel besser ist, hat Paketverlust als meine 32K. So, denke ich mir, du rüstest auf, hast auf einmal Paketverlust und hast weniger am Download. So, da denkst du dir so echt, hä, seid ihr dumm? Ich habe mehr ab als Download aktuell. Das ist halt, why? Why? So, da muss jetzt halt ein Techniker kommen und bla und blub und vielleicht habe ich keinen Bock drauf, weil ich bin natürlich kein Idiot. Hab alles Mögliche schon versucht, was auf meiner Seite möglich ist, mit meinem Wissen, sage ich mal. So, der klassische, haben Sie Ihren Router mal neu gestartet? Haben Sie ihn mal zurückgesetzt? Natürlich, aber ich dachte, du kleine Hure. So. Ja, das ist auch noch so eine Sache der Kundensupport. Kommt immer drauf an, was du willst. Wenn du eine Störung meldest oder so, da kommst du direkt zu Vodafone bzw. mit Kabel Deutschland durch. Da sprichst du mit Leuten, die haben Ahnung. Die wollen dir auch helfen. Du, wenn du jetzt aber ein paar Fragen zu einem Vertrag oder so dich beraten lassen willst, dann kommst du zu dem verfickten Callcenter. Und diesen verfickten Callcenter hat niemand Ahnung. Alle sagen was anderes. So, und du kannst keine ordentlichen Verträge abschließen, weil der Typ, mit dem du den abgeschlossen hast, mündlich, übers Telefon, ist nicht da. Das heißt, du musst es mit ihm neu nochmal besprechen und nochmal besprechen. So. Ich kenne da quasi fast alle Leute persönlich langsam. Das ist halt echt lächerlich. Weil es gibt ja das nette Gesetz zur freien Endgerätewahl, nennt sich das, glaube ich. Das heißt, ich kann an meinem Internetanschluss jeden Router betreiben, den ich möchte. Theoretisch. Praktisch ist das bei Kabel so. Kabel ist ein Shared Medium. Das heißt, das ist eine Leitung und da ziehen alle ihren Router runter. So, jetzt kannst du natürlich nicht sagen, Leitung XY gehört Familie XY und
Die haben, was weiß ich, 500.000er Leitung. So, geht nicht. So, das heißt, bei Kabel funktioniert das so. Dort sagen die Router sich über die Leitung, ey, ich bin Router 47298 5987. So, und Kabel Deutschland oder Vodafone in dem Fall weiß, ach, der Router, der ist diesem Vertrag zugeordnet, der kriegt jetzt diese Bandbreite, diese Telefonnummern und fertig von uns. So, die legen die dann aufs Band und der Router zieht die dann runter. Ganz simpel. So, also in der Theorie zumindest. Problem allerdings dabei ist, dass man so einfach einen Vertrag nicht upgraden kann bei Vodafone anscheinend, ohne dass man keinen Router zugeschickt bekommt. Ich meine, dass man einen zugeschickt bekommt, dieses Standard-Kabelmodem für Entstörungsdienste und so weiter, ist klar. So, aber die wollen halt trotzdem die Fritzbox andrehen oder den fucking WLAN-Router. Obwohl wir von Anfang an immer unser eigenes Gerät hatten. So, wir hatten zwar unser Kabelmodem dahinter unseren Router geschaltet, so. Aber wir hatten trotzdem immer unser eigenes Gerät. Wir hatten nie einen Router von Kabel Deutschland. Wir hatten halt nur das Kabelmodem und dann den Router. So, ist ein bisschen kacke. So, und jetzt haben wir da trotzdem, obwohl wir explizit am Telefon einen Vertrag ausgemacht haben, dass wir keinen Router haben wollen, haben wir einen zugeschickt bekommen. So, das heißt, wir müssen ihn jetzt erstmal anstecken, der authentifiziert sich, dann können wir den stornieren und dann können wir unseren eigenen Router da anschließen und den authentifizieren und ins Kabelnetzwerk. Weil du musst natürlich erst einen Router abmelden, damit du den nächsten Router wieder anmelden kannst. So, ist halt komisch. So. Aber gut, machen wir. Also ist halt, ne, geht halt jetzt schon eine Woche und es geht aber irgendwie doch nicht. Das ist halt so ein bisschen nervig. Aber ich sag mal, ist okayisch, ne? Weil irgendwie wird es auch irgendwann funktionieren, hoffe ich. So. Weil mit Paketverlust zu zocken macht halt keinen Spaß. Du kannst auch mit einer 6000er Leitung gut zocken, wenn die stabil ist. So, also unsere Leitung ist A, im Download nicht stabil. Und B hat im Download halt Paketverlust von 8 bis 13% durchgehend. So, dabei kannst du halt nichts machen. Aber naja, was soll's. Ja, ist halt, ja, passiert, passiert, passiert. Mein armer Laptop hat übrigens, ich weiß gar nicht, habe ich schon mal erzählt, dass ich einen Laptop habe? Auf jeden Fall Laptop, Eliteburg, Workstation, bla, 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 bisschen älter, hat aber immer noch ein gutes bisschen Power. Der hat eine Delle jetzt im Deckel und da habe ich jetzt auch tote Pixels. Ja, ich bin nie damit wirklich gut umgegangen mit dem Laptop, muss man sagen. So, hab den halt geschlagen, den Deckel zugeknallt, irgendwo in die Ecke geschmissen. Der hat alles überlebt und jetzt fällt er auf die Bettkante. Aus noch gar nicht so hohen Höhe. Eine Delle drin, tote Pixel. Aber nur ein, zwei, also nichts, was mich persönlich jetzt stört. So, es gibt Leute, die eskalieren bei einem toten Pixel und kaufen sich einen ganzen Monitor neu. So, tue ich jetzt nicht. Mein Zweitbildschirm hat zwei tote Pixel. Der hat auch nicht so eine hohe Auflösung, aber ist relativ groß, deswegen sieht man die toten Pixel sehr gut. Mein Erstbildschirm, also mein Hauptbildschirm, hat auch einen toten Pixel unten links irgendwo und einen relativ mittig. Der mittige stört manchmal, allerdings. Ja, nur bei, sag ich mal, ja, Office Work oder sonstige Sachen. So, beim Game merkst du es halt trotzdem nicht. Und ja, ich glaube, das war's auch dieses Mal wieder mit dem Mittwoch. Donnerstag meine ich. Donnerstag, genau. Ja, es ist mal wieder 23 Uhr bei der Aufnahme hier und muss noch Gameplay ran. Aber egal, schaffe ich schon. Brauche ja nicht schlafen. Ja, hey. Nee. Ah, eine Sache noch. USB-Sticks. Wenn ihr Sachen von A nach B kopiert, von USB-Stick A auf USB-Stick B, von Handy auf USB-Stick B, auf USB-Stick oder so, macht das immer in folgender Reihenfolge. Vom Gerät auf den PC, von dort auf den USB-Stick. So habt ihr zu jeder Zeit mindestens zwei Versionen, sogar drei Versionen. Und falls der USB-Stick mal irgendwie kaputt geht, vorne abbricht, so wie bei einem Person, den USB-Stick ich jetzt fixe mit Löten, was auch gar nicht relativ simpel ist, dass ihr dann nicht alle Daten verliert erstmal. So, weil denkt sich halt so Daten von A nach B kopiert, so kann ich das auf dem Handy direkt weglöschen, so den USB-Stick raus, hat nur den Stick und das Ding steckt noch halt vorne drin, der wirkliche USB-Anschluss, so. Ist natürlich jetzt, ist reparierbar, aber ist trotzdem, nicht so geil. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Fuck you. Bye.